Yo! Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von meiner Seite. Ja, heute ein Talk über die Frostbite Engine und wie sie in vor allen Dingen dem Spiel FIFA 17 wirkt, wie sie wirkt und was wir über sie vermuten. Ja, zunächst einmal werden wir anfangen mit die Frostbite Engine erklären. Was ist überhaupt diese Frostbite Engine? Was ist eine Engine? Dann wie und wo wird sie verwendet? Wie finde ich die Engine dort, wo sie verwendet wird? Das sind nämlich Games. Spoiler. Und wie wird sie sich vor allen Dingen in FIFA 17 schlagen? Das ist ja auch wichtig. Und natürlich, am wichtigsten ist natürlich eure Meinung. Deswegen, die werden wir am Ende auch nochmal, die werde ich nochmal ansprechen, dass ihr die mir mitteilt. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Definition zur Engine. Also eine Game Engine ist also eine Engine, die in Computerspielen benutzt wird. Also eine Engine ist sozusagen, Engine heißt ja Motor, also sozusagen das Grundelement. Und also ist eine Engine ein grundlegendes Werkzeug für die Programmierung von Games. Also sozusagen eine Art Programmiersprache. Aber jede Engine kann natürlich in Programmiersprache bedient werden. Und eine Engine ist für jegliche visuelle und auch akustische, also Audio-Darstellung in Games verantwortlich. Und die verwenden eben Programmiersprache. Und es gibt verschiedene Engines. Es gibt deswegen ja auch die Frostbite Engine, ist also eine der Engine. Es gibt aber nicht für jedes Spiel eine Engine. Einige Spiele haben wirklich eine Engine für Reihe des Spiels oder einfach nur für das Spiel, aber es gibt sozusagen vorgefertigte Engines, die dann die Entwickler für die einzelnen Spiele nutzen. Und jetzt gucken wir mal, was genau die Frostbite Engine ist. So, jetzt kommen wir nämlich genau zur Frostbite Engine. Und zwar die Frostbite Engine wurde erstmals 2008 bei Battlefield Bad Company genutzt, falls es jemand gezockt hat. Nice! Es gibt die Versionen der Frostbite Engine 1, 1.5, 2, 3 und man munkelt auch schon, dass es die vierte Version gibt. Ich konnte jetzt aber kein Spiel finden, das mit dieser Engine verwendet wird, außer eventuell FIFA 17. Ich weiß nur, dass es mit der Frostbite Engine genutzt wird, ich weiß aber nicht, welche Version. Also es gibt, ich lese einfach mal die Games-Liste vor, bei der die Frostbite Engine genutzt wird, seht ihr jetzt auch Battlefield 4 ist zum Beispiel eins von EA Digital Illusions CI. Das ist natürlich DICE, Abkürzung DICE. Also DICE nutzt diese Engine unter anderem auch in Star Wars Battlefront, Battlefield Hardline und auch den neuen Battlefield 1, was ja im WW1, also World War 1, im Ersten Weltkrieg spielen soll. Und außerdem hat auch ein, wenn man jetzt mal die Kategorie wechselt, einer meiner, ich sag's lieber nicht, PVZ Garden Warfare nutzt diese Engine ebenfalls und ja, FIFA 17 soll sie nun auch nutzen. Und zu den Spielen, also in Plants vs. Zombies Garden Warfare, fand ich die Engine gar nicht mal so gut. Das lag einfach an der Idee dieses Spiels, warum dieses Spiel letztendlich so viel gemacht hat. Allerdings, bei diesem Suchtfaktor, der bei dem Spiel da war, lässt sich ein gewisser positiver Effekt auf die Engine zurückschließen. Inwiefern? Dafür kann ich keine Games programmieren. Aber so, dass es nicht der letzte Müll war, kann man vielleicht sagen. Dann, also es sind ja hier auch, Need for Speed ist auch dabei, es sind ja hier Spiele, die auch gut sind, die von der Frostbite Engine entwickelt worden sind. Das heißt, die Engine kann nicht letzter Müll sein. Also Battlefield 4, ja, Battlefield Hardline und Battlefield 1, das jetzt neu rauskommt, da kann ich jeweils keinen Kommentar zu abgeben, habe keines der Battlefield-Spiele gespielt. Aber Need for Speed Rivals und auch das neue Need for Speed habe ich angespielt. Da hat mir die Engine eigentlich eher nicht so gut gefallen. Das hat mir, also die Grafik selber war ja okay, aber so richtig das Wahre war das, finde ich, nicht. Und ja, in Star Wars Battlefront wird sie ja auch genutzt. Da hat mir nun wieder gerade diese Engine sehr gut gefallen, weil sie war super schnell. Du brauchtest richtig Konzentration, also du kannst dieses Spiel, deswegen bringe ich auch nicht immer Folgen, du kannst es nur spielen, wenn du wirklich konzentriert bist. Und ja, das kann man eigentlich dazu sagen. Also, aber wohl, sie waren auch nicht immer überragend. Und damit gehen wir auch jetzt zum nächsten Punkt über, und zwar, wie wird sich diese Engine in FIFA 17 auswirken? Ja.
Also ich denke, dass die Frostbite Engine in FIFA 17 könnte ein sehr guter Schritt nach vorne sein. Das könnte die Animation, das könnte das Spiel schneller machen, würde dann so an FIFA 12 und so an, wieder Anschluss finden. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also FIFA 15 und FIFA 14 waren meiner Meinung nach Spiele, die so ein bisschen, die eben auf andere Engine basierten. Da haben wir, glaube ich, die Ignite Engine drin, also die EA Sports Ignite. Aber da bin ich jetzt auch nicht so gut informiert. Es kann auch sein, dass es keine eigene Engine ist. Aber da hat man ja auch einen Schritt nach vorne gemacht, wo manche empfinden es vielleicht nicht als Schritt nach vorne, aber auf jeden Fall ist das Spiel besser geworden. Natürlich, sonst hätte man es jetzt nicht verwendet. Und aber ich denke, insgesamt wird es auch mehr auf die Animationen, die dahinter stehen, ankommen. Weil ob das Spiel jetzt, hat man natürlich auch im Teaser diese Motion-Capturing-Bilder gesehen. Und da kommt es natürlich wirklich darauf an, wie sie das umsetzen. Wird das Quark? Wirkt das so wie ein Film oder wirkt es so wie ein Spiel? Weil das ist für mich immer noch der entscheidende Unterschied. Wirkt es wie Animationen, die hintereinander geworfen wurden, oder ist es wirklich ein Spiel? Ist ein Spiel, wo Animationen nur verdeutlichen und ich eigentlich lieber spielen will und die Animationen so ein bisschen das auffrischen. Aber sie stören halt nicht, das ist eben das Wichtige. Und wahrscheinlich wird es aber so sein, dass gar nicht so viel Unterschied zu sehen sein wird, weil es ist ja kein komplett neues Spiel. Also damit verabschiede ich mich dann auch, dass diese Veränderungen gar nicht mal so extrem krass sein werden, wie das geteasert wird. Das kennt man ja von EA. Aber ganz wichtig, was ist eure Meinung? Kennt ihr die Frostbite? Wie findet ihr sie? Wie findet ihr sie zum Beispiel in Battlefront, auch bei meinen Videos? Wenn ihr das so sehen könnt, also ich kann jetzt nicht genau sagen, gehört das jetzt, macht das die Engine aus oder nicht? Aber ich sage, auf jeden Fall schreibt eure Meinung in die Kommentare. Es kommt übrigens vielleicht bald ein Livestream. Ich habe jetzt neue Capture Card erworben. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.